Hey, servus Leute und willkommen zu einer neuen, brandneuen Staffel Raft. Da können wir das Ding hier abschießen, oder? Wir haben jetzt alles dabei. Genau. Ja. Aber kurz warten, bitte. Ja, ja. Kakteen. Autsch, tut weh. Willst du machen? Nee, das ist mir eigentlich egal. Also hier ist so ein Teil. Benötigt explosives Pulver. Wenn man die Story direkt abfährt und sonst das Pulver nicht hat, muss man es halt hier holen. Verarbeiten. Oh, ist das ein geiles Raft. Ja. Wieder zurücklaufen und das hier reinstopfen. Genau. Drei. Wo ist die Hunde? Es fliegt darüber, ne? Ja. Drei. Zwei. Eins. Ich glaube, es ist schief gelaufen. Wo wollte das eigentlich hin? Ich schätze mal in die Weltall. Nach Tangoria oder was? Vielleicht landet was. Da drüben war ich vorhin oben. Hätte ich einfach nur warten müssen. Machen wir das jetzt gleich, oder wie? Du wolltest gerade hin, oder? Vielleicht ist er ja verletzt. Das ist ein Pufferfisch beim Hai. Ja, sei sie. Ja, Angst. Angst. Kannst du den Pufferfisch holen? Den Hai nicht, nur den Pufferfisch bitte. Vielleicht war ja eine Person drin und die ist verletzt oder so. Ja, kann sein, aber können wir erst warten, bis. Wenn du es verletzt ist. Ui. Ich soll Puffi jetzt anlocken. Ja, weiß, man hätte ihn noch mitnehmen können, wenn es machbar ist. Komm her jetzt. Der ignoriert mich komplett, okay, halt nicht. Ja, der Hai ist jetzt auf der anderen Seite, oder? Da geh ich jetzt zu dem Fisch. Ich verlasse mich heute mal auf euch, dass ich hier protected werde. Aua, Achtung, Hai von hinten. Hai von hinten, Vorsicht! Und Kugelfisch auch. Ich glaube, das hat aus, ach deshalb. Ist gerade alles ein bisschen schwieriger. Du bist protected, wir alle. Gerade den Hai, okay. Das ist nett von euch, ja. Achtung, Hai. Der hat ich treffe nur noch einen Schlag aus, Angst. Oh. Ja, ein Schlag kann auch weg. Echt? Also, wir können jetzt nichts verdenken, ja, du solltest. Okay, das ist gut. Beeilung. Gib mir Leben, Code. Jetzt kommen wir nicht rüber, weil wir da. Okay, so jetzt. Run! Schnell! Hi, komm! Angst! Ach, du hast ja schon ausgelöst, ich hab Gott, fuck! So geil! Ah! Nein, ich hole mich rein. Die Hütte hast du auch schon ausgeleert, bestimmt, ne? Ja, alles. Hier gibt's nichts mehr zu holen, alles klar. Ne, da war auch nichts Storytechnisches, da war einfach. Ja, Storytechnisch, aber vielleicht mal was. Ein kleiner Roboter. Schönes. Teil einer Seilrutsche. Lass mich das mal ganz kurz anschauen, wo das Teil überhaupt ist. Was würdet denn ihr als Teil der Seilrutsche sehen? Der Rucksack. Da kommt es. Der Rucksack? Ja, diese Kühlbox da. Das ist dann an der Seilrutsche mit dran, oder was? Das heißt so, wenn man es aufheben will. Ja, aber dann als Bauteil. Wollte ich wissen, was er davon verwendet für die Seilrutsche. Oh, die ist bestimmt drin einfach nur. Das, was da drin liegt, in der Kiste. Ach so. Teil einer Seilrutsche. Oh Leute, Bauplan, Feuerwerk. Einfach nur ein Teil einer Seilrutsche, ja, das ist jetzt nicht irgendwie spezifisch. Major Tom, nicht der beste Astronaut, aber auch nicht der schlechteste. Weiß nicht, er hat es nicht weit geschafft. Hat es jetzt alles an Loot hier? Vor ihm gescheitert. Ich glaube, ja. Ab ins Wasser. Ja. Zu früh gesprungen. Wenn wir eh schon hier unten sind, fülle ich gleich noch meine Wasserflasche auf.
muss ich glaube auch mal was so machen, dass ich beide Flaschen voll mache. Du hattest doch, wenn wir jetzt zwei Hetze machen können. Und dann ist sogar auch noch was da. Ja, okay. Jetzt habe ich auch zwei volle Flaschen. Wenn wir zurückkommen, ist gerade nichts mehr da. Nee, ist gerade nicht mehr da. Okay. Oh, da ist eine Kiste, aber da muss man nochmal runtergehen. Ich schau grad, ach, die, ja, schau grad mal nach dem Baum hier. Was sieht so abbaubar aus? Drei Schläge bloß. Das Axt-Symbol gar nicht bekommen gehabt. Okay, ging aber. Mitgenommen den Baum, super, wieder ein bisschen Holz. Ja, 1A. Die Kiste da auf halber Ebene, ne? Ja. Da bin ich mal hingekommen, weil ich das hier mit dem Loch ein bisschen verbockt habe. Dann da automatisch abgestanden. Ja, da kann ich kurz hin. Dann hüpfe ich da kurz runter. Oh. Kann auch machen. Bin schon unten. Ach, er wurde ja schon gelootet. Wo ist denn das? Ja. Ja, du hast eh bekackt. Ja, irgendwie schon. Ach, da! Ja, gut. Wenn man es halt hier verbockt mit der Brücke, dann kommt man eh dahin. Dann muss man halt wieder neu Anlauf nehmen. So, hier steht nichts. War bestimmt was richtig Geiles drin. Ein Bolzen. Also in der Kiste unten. Ja, ich dachte gerade mal in dem Haus, weil da war ich ja schon kurz drin. Da lag eben eine Notiz. Das war die von Olof. Okay. Hab ich mir verirrt. Wo waren die da eingegangen? Ach, stimmt hier so. Irgendwie so Schilder von Leuten. Ah, die hat da so Zeug aufgehangen. Für die ganzen Haken. Man möchte aber auch einfach warten, bis er auch da ist. Ja, ich dachte, er ist da. Nee, ich bin auf dem Dach, wo du auch warst, und hab mir das Zeug angeguckt. Die Kerzen und den ganzen Spaß. Ah. Die Feuerspielerei. Autobild hier oben, floating home. Gut, da sind wir in der Hütte. Die nachgebildete Utopia-Kuppel, oder? War das? Ich glaube, es sieht so aus, zumindest, ja. Gut, aber hier ist das Wichtige. Benötigt drei Teile einer Seilrutsche. Ich fürchte, nee, das dritte liegt nach unten. Da, wo wir angelandet sind, ist, glaube ich, das dritte, ne? Echt? In der Nähe, ja. Genau dort, wo wir angelandet sind. Auf so einem Steg, dort liegt das darum. Wer möchte los? Naja, das ist nicht so schnell gemacht. Hm. Ach doch, nee, das Ladedings war doch mit dem Wasser, oder? Ach, du hast gedacht, das ist in dem Wasserbrunnen. Ja, aber das ist das Ladedings, ne? Ja, also die Seirusch liegt da so daneben. Würde ich erstmal die Schweine machen? Da kommen wir nicht rüber. Ach so. Stimmt, brauchen wir auch das Ding. Auch mit bisschen Spucke. Parcours. Geht das. Ja. Jonas vor? Das gehe ich. Ja, warte, ich möchte noch kurz den angucken. War da einer von euch schon? Nee, nee. Wir waren nur hoch und dann wieder runter. Wir haben die meiste Zeit mit Tauchen verbracht. Genau. Ja. Dann müssen wir ja eh da runter. Zu diesem Dingsbums. Den Container? Ja. Echt? Ja, das Seilrutschenteil holen. Und dann können wir ja darüber rutschen zu den Schweinen und so. Ja. Hier ist eine zu Tür. Kann auch was looten oder was? Darf auch was looten. Ein Bolzen. Da war Jonas noch nie. Ich habe jetzt zwar so. Aua. War nicht so tief. Tat weh. Okay. Wo hast du das Seilrutschen-Ding, wenn du einmal da unten bist? Hinweis. Sailing as one, the raft towns of Indonesia.
The flooding of Jakarta has led to escaping locals creating interconnected rafts as they make their way to land. We just make do, said Putri Reyes, one of the earlier adopters of these raft towns, when inquired by one of our reporters about their living conditions. Drifting largely on sea currents, they appear to be growing at a steady rate, raising considerable concerns with coastal authorities. A maritime hazard in the making, the foreign minister stated this morning in a public address. Despite these concerns, many believe raft towns could very well be a viable alternative. Recent rumors surrounding the construction of sanctuary towers in the southern hemisphere has only increased tensions. We sought a comment from the local government. Ich habe mich so über das Loot gefreut, dass ich kein Stück mitgelesen habe. Okay, wo ist das Teil? Will das jemand zusammenfassen, was da gerade gesagt wurde? Ich weiß nicht mehr genau, ich habe es auch so halb, aber irgendwie haben die irgendwas über die Raft-Städte gelabert, irgendwie. Dass sie irgendwas Neues da irgendwie. Keine Ahnung. Nö, kein Plan. Dankeschön. Das war so richtig hilfreich. Irgendwie. Irgendwas, das irgendwas irgendwie noch Probleme bereitet. Ich hab keine Ahnung. Ich bin jetzt hier unten, wo ist das Teil? Ja, das Wasserding ist, glaube ich, hier bei uns. Nicht mehr Raft, oder? Hier ist das komische Ding mit dem Fahrrad. Hier ist das Fahrrad. Ja, da ist es aber nicht. Das ist bei dem Steg. Bei dem Schwimmenden. Ja, den man da schon sieht, ne? Genau. Also, da ist nur das Wasserteil. Oh, hier gibt's auch was zu looten. Und auch Hinweis. Datto Scientific Journal. Top secret. Sanjay says the water pump idea doesn't work because there isn't enough space in the well for all the water. Also, the neighbors complain about getting salt in their cups. They complain because they have no patience for science. I asked Pa why we can't fly to another planet without all this water. Pa just laughed. But Sanjay showed me some pictures that gave me a great idea though. Good man, Sanjay. Ich hab einen Teil eines Ladegeräts. Das lag hier auf den Docks. Ja, also ist das Teil, was da rumlag. Ich glaube hier das andere Teil. Dann ist dann wohl die Seilrutsche doch in dem Wasser. Ja. Aber wir kommen da eh gleich hin dann. Ja. Noch ein bisschen looten hier. Hatte schon was Wertvolles dabei. Oh ja, ich habe auch schon einiges Wertvolles. Einiges Wertvolles? Ja. Er ist derjenige, der hier alles wegplündert. Ich bin. Ja, du hast wahrscheinlich schon 20 von diesen Dingern gelootet. Dann haben wir gesagt, geh da runter, um dich von dem Loot wegzubekommen. Und jetzt haben wir auch mal die Chance, was einzusammeln. Genau. Ganz perfider Plan, einfach so. Ja, ich bin aber auch hier unten. Oh, ich hab noch ein Teil. Ein Lagergerät. Datto's Adventure Journal. Pa says we have to go. Ma is getting sicker and I heard that strange man Olaf shouting orders. I saw them rounding up all the hyenas in cages. Sanjay is helping separate the rafts from the rocks. I asked Dr. Henrik about Ma. He looks sick too. Told me to avoid the pigs. And Olaf. Sanjay says he's scared. Smart man, Sanjay. Hier ist ein Brunnen und ich glaube, da ist irgendwas drin, aber ich kann nicht runterlassen. Ich habe zwei Fragen. Boah, ja. Benutzt noch Steinpfeile? Wenn ich schmeiß hier einen Berg hereinbekomme. Schmeiß weg. Und haben wir schon ein Rezept für die rote Melone? Sagt mir nichts. Ich glaub nicht. Halt ich. Steinfall. Auch einen bekommen gerade eben. Also das Gute, was ich gefunden habe, sind zweimal Biokraftstoff. Das hatte ich mit wertvoll gemeint. Das meinte ich auch schon mit wertvoll zusammen mit den anderen.
Da stehen ab und zu Bäume rum. Vollkommen ignoriert. Das ist doch schön. Bäume sind immer toll. Ja, aber wenn sie keiner einsammelt, ist natürlich dann, ja. Das ist doof dann, ja. Muss ich jetzt noch ein bisschen looten, ja, wenn es ein... Auch, schön. Und wenn es ein bisschen heller ist, machen wir das mit dem Wasser hier. Ja. Ja. Aber du hast schon alles gelootet hier runter zu, weil du ja das Seilrutschen-Ding schon hast. Ich? Felix, er müsste eigentlich alles schon gelootet haben, bis hier runter. Wohin du überhaupt? Also hier habe ich gerade ein bisschen gelootet. Und da der Brunnen schon mit dem Brunnen muss natürlich Wasser reinkommen. Ach, du warst das. Du hast hier unten gelootet. Also hier oben ist noch ein Teil, wo noch nicht gelootet wurde. Echt? Ja. Ich bin gerade hier runter jetzt. Nein! Ich will an das Loot. Schauen wir hier. Oh, hier ist noch ein Zuberschrank. Gegenstand nehmen, Metallerz und ein Stein. Das ist doch schon mal was. Ich will die Notiz jetzt vorlesen lassen. Okay, ja, mach das. Beto Scientific Journal. Classified. Ma says I should write down what I think to make it stick, so I write. Caravan Town is a rock sticking out from the water. It has good land to raise pigs to eat. We can fish, grow vegetables. Only downside are the hyenas, but they are usually friendly. We came here on a boat with half the rest of Jakarta. They let us stay because Ma is smart and Pa is good at welding. They say I'm just another mouth to feed. But I'll show them. See, the problem is, the water is rising, right? What if we just take away the water? Ja, so, das war doch schlecht. Einfach das Wasser wegnehmen. Ja. Also die waren jetzt alle hier, sind immer wieder hierher gepilgert, mehr oder weniger. Und es darf nur der bleiben, der auch nützlich ist, so wie es scheint. Apparently yes. Das ist sehr gemein. Ja gut, weil es ein... Ja, wenn du nur isst und trinkst und nichts bringst, ist das ja schon blöd, ne? Ja. Bei so einer postapokalyptischen Sache da. So, ich bleibe jetzt hier stehen. Wie sieht's denn aus mit Wasser, Jonas? Was hast du denn noch am Wasser dabei? Noch eine Flasche und einen ganzen Schluck. Eine Flasche? Ja. Und noch einen Schluck? Ja. Würde ich jetzt mal tauschen wollen. Nehmen wir die volle Flasche. Oder ich nehme halt den angefangenen noch, ist mir auch egal. Das habe ich schon angefangen. Aber, ja, Dankeschön. Nee, nee. Ein Schluck gegen ein Schluck. Nee, das Ding ist, ich hab, wollte aufheben, aber es kam nicht raus. Aber diese Flasche will ich wieder, ich möchte nicht deine... Ja, aber jetzt hast du zwei Schluck bei dir noch in der Tasche und ich habe jetzt noch drei in der Tasche. Sind wir doch relativ gut aufgehoben jetzt. Ja. Könnte dann also Felix was abgeben. Ich habe noch einen Schluck und halt den Erdbeer-Colada. Ja. Ich glaube, bin jetzt fertig. Komm runter. Gut, können wir mal... Ich bin jetzt an der Pumpe. Können wir mal einen Kassensturz machen, was wir jetzt so gefunden haben. In der Zwischenzeit wird es halt mal ein bisschen heller, hoffe ich, ja. So, also bei mir sind es ganz viele Steine gewesen. Das Deck ist voll geworden, hat fast nichts dabei. Seile, ein bisschen was zu essen, Schrott ohne Ende, drei Scharniere, sechs Bolzen, ein bisschen Kupfer, Eisen, zwei Biokraftstoff, Holz, ein bisschen was, Melone und so ein Zeugs noch. Metallfrei, danke. Also ich habe auch viele Steine gefunden, Schrott, acht Scharniere, zehn Bolzen, vier Kraftstoff, bisschen Metall und so auch und ein bisschen Holz. Okay, dann können wir hier vielleicht schon mal das. Ein bisschen Holz wahrscheinlich bringt nichts. Ich habe noch vier Stück für den letzten Step. Du hast vielleicht das auch noch dabei. Oh ja, das habe ich. Kupfer Zeug hast du ja auch, ne? Da kann man vielleicht schon ein bisschen was stecken. So, da hätte ich jetzt ein bisschen was frei. Und du? Ich habe eins. Ich kann ja, Seil nehmen, Glas nehmen. Okay, ja. Und den Kraftstoff auch, ne? Kann ich auch nehmen, ja. Den habe ich jetzt. Moment.
auf drei Seile. Hier Platz. Scharnier hat glaube auch einer. Ja, Bolzen. Bolzen-Scharnier hat Felix. Ja. Und 7 Steine. Und noch ein Bauplan für Feuerwerk. Kann jemand noch 3 mitnehmen? Oder ich, also meine Station jetzt voll, aber. Major Tom. Die 2 Steine sind übrig geblieben für dich. Wir haben. Mir aus der Hand gefallen. Wir haben alle noch Inventarplatz. Aus der Hand gefallen. Ups. So. Jetzt. Wir sind bereit. Wir haben noch ein bisschen Wasser und ein bisschen Essen. Wir können es gleich gerade noch so schaffen. Also, ich drücke jetzt mal hier drauf. Hab vorhin schon mal gedrückt. Kannst du mal den. Jonas, kannst du mal den Schlauch hochhalten, dass ich das da reinspudeln lassen kann? Warte. Brauchst ein bisschen mehr Kraft. Aha, so funktioniert okay. Das ist zu hoch gehalten, du musst den schon fixieren. Ja, da hinten sprudelt's. Da geh ich mal hin. Da geht Felix hin, okay. Okay. Jonas, übernimmst du meine Position hier oben? War das so recht? Hast du es gefixt, Felix, hier? Läuft ich glaube, ja. Das wäscht jetzt hier diesen Trailer ja, da. Ja. Ich glaube, der ist sauber. Man kann das jetzt irgendwie umstellen zum nächsten Trichter. So, und das hat vor uns Jonas schon gesehen. Also Jonas, es läuft jetzt hier. Ja, pumpen. Du musst natürlich weiter pumpen. Immer noch, oi. Und jetzt füllt sich dieses Becken hier mit dem Wasser, was man da oben reinpumpt. Ziel erreicht. Ziel erreicht. Du darfst rausholen, wenn du willst. Okay. Ja, der an der Pumpe ist, aber okay. So. Aua. Da kam nichts anderes raus. Keine Sorge. War nur das Teil von der Seilrutsche, ne? Ja. Müssten wir ja theoretisch alles haben. Ja. Also ein bisschen verpflegt sind wir noch, also können wir das noch angehen? Ja, also ich würde dann halt, also ich müsste halt den hier trinken dann irgendwann mal. Erstmal. Ich habe einen Erdbeerkolade auch noch, ja. Erstmal kann ich dir hier noch was geben. Also, wenn es dann soweit ist oder was? Jetzt oder nicht? Ja, demnächst. Demnächst. Ja, das ist natürlich ein Falsches zum Teilen. Das demnächst, dann sagst du mir, wenn es soweit ist. Achso. Du musst bestimmt vor mir trinken. Gut. Und einen Schluck. Also, okay, jetzt hast du ja schon. Ja, es bin ich Hälfte voll. Okay, auf geht's, dann können wir weiter. Du kennst bestimmt am ehesten den Weg von uns dreien. Ja. Wir sollen jetzt eine Tür. Blut! Oh, eine Gemüsesuppe! Haben wir nochmal sowas bekommen? Uiuiui. Oh, die muss noch loswerden, ne? Wo ist eigentlich der Pufferfisch hin? So und. Ich wurde mal, wir müssen weiter hoch, ne? Ja, Elfen sind schon wieder an. Hoch hinaus. So, was snacken? Die Rübe hier. Puh, ich weiß es nicht. Schlauf einfach mal. Das ist falsch. Das ist falsch. Also kommst du auch bestimmt zum Ziel, wenn du runterspringst, aber. Der wollte mir einfach den Spaß nehmen mit dem Springen. Ja, du kannst gern runterspringen, ich halte dich nicht auf. Ich will dich auch anpacken. Spring, mach einen Körper! Und da sind wir wieder. Jetzt können wir es ja mal durchlesen. Ach, gibt's ja was Schönes zum Lesen? Ja, für die Haken von jedem. Gelandet.
Hallo, wo bin ich gelandet? Hilfe? Ich hab mich verirrt. Immer noch oben. Ja, du bist richtig. Oh, echt? Ja, das Hühnchen hat sogar einen Weg gefunden. Ja. Das sind die Seilrutsche weg. Achtung. Greift das Huhn, das hat die Seilrutsche. Zack. Eingelöst. Gab's Bauplan für die Seilrutsche und Seilrutschenwerkzeug. Teildetektor habe ich vorhin schon bekommen. Ich gehe zu den Schweinchen. Und das ist die Seilrutsche. Haben wir die jetzt alle bekommen? Ja. Das ist Wahnsinn. Das heißt, ich muss sie dann da reinlegen. Ich esse erstmal so ein Süppchen hier. Das Schwein sieht irgendwie, die Schweine sind nicht so gesund, also irgendwie, wenn ich mal ganz ehrlich sein darf. Er hängt schon mit seinen Kumpanen ab. Mhm. Hey. Er konnte es nicht erwarten, sie wiederzusehen, ist okay. Blockieren wir, schade. Ah, hier ist die Krankenstation. Was du vor uns gesagt hast, ne? Ja, und Infirmary steht auch, also Krankenstation. Das kann, achso. Oder Krankenstation oder irgendwie Apotheke oder sowas, ich weiß auch nicht genau den genauen Begriff. Okay, bin ich überruhigt. Dass sie uns gleich angreifen wollen. Gott, das Ding kann ja umdrehen. Wie sehr tun die weh? Weiß ich nicht, ich hab's nicht ausprobiert. Ach so. Bin gekonnt ausgewichen. Hm. Oh, ich hab Durst. Hat noch jemand was? Sonst trinke ich hier den Shake. Ich hätte noch einen Schluck, den gebe ich aber nicht ab, ne? Okay, dann gönn ich ihn mir jetzt. Oh, lecker. Du hast ja verschüttet über deine linke Schulter, ich hab's gesehen. Wenn du es denn trinken willst, gibst du das nächste Mal mir. Ja, übrigens fast nichts mehr zu trinken. Ich trinke jetzt auch gleich Erdbeer-Colada. Die gönnen sich das Zeug sehen. Ich habe ja nur Biokraftstoff. Gönn ich mir halt den. Könnt's gerne machen. Machen wir mal kaputt, oder? Sind ja vier Stück. Das da. Alle auf das eine. Oh, ist aber schnell. Der Koch. Ich Leder und Leder. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das essen wollen würde. Du musst das gut durchgaren. Na, ich tue nicht sehr weh, aber wenn auf einmal alle kommen, tut es schon weh. Aua, aua. Oh, du hast da ein Problem, kann das sein? Hallo? Ja, irgendwie schon. Und noch eins. Wegen tun nicht sehr weh. Die haben mich dreimal getroffen und ja, das hält man höchstens viermal aus. Ja, wenn alle auf einmal kommen und hier nur rumgeschubst, das tat dann doch weh, ne? Ja, die haben mich da am Zaun ganz schön platt machen wollen. Geht einfach zur Krankenstation. Oh, nichts anderes. Den Baum könnte man abhacken. Den Baum da, okay. Oh, ja, Baum. Mach das mal, Jonas, ja, genau. Honigsammler und Förster sind unterwegs. Ich geh mal in die Hütte rein hier. Da liegt ein Klecks. Schau dir mein Erdbeer-Colada an. Der ist wunderschön. Oh, wei. Hätte ich auch gern. Vielleicht war ein entspannter Tag am Strand. Willst du tauschen mit dem hier? Mit der Flasche? Nein? Eine Flasche zurück. Jetzt bekomme ich den Erdbeer-Colada oder was? Nein. Ja, dann brauche ich die Flasche wieder. Was ist los mit dir? Was geht mir denn doch? Ja, du darfst ihn trinken. Ernsthaft? Ja. Oh, du bist ja so nett heute, das ist ja Wahnsinn. Dankeschön. Also lasst gerne mal ein Like da, ein Abo natürlich sowieso. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao Leute.